Hallo ihr Lieben, richtig filmen, FMAs und so weiter sind im Stall natürlich nach wie vor nicht erlaubt, weil man die Zeit wirklich für die Bewegung der Pferde nutzen soll. Aber heute ist ein ganz besonderer Tag. Ihr seht, ich bin bewaffnet, Halfter, Gamaschen, Glocken, denn heute heißt es das erste Mal Wiese. Und ich stehe gerade gar nicht bei der Kobi, sondern bei der sehr neugierigen Emma. Hallo Emma. Das wird nämlich hoffentlich die Freundin von der Kobi auf der Wiese. Und wir probieren das jetzt heute das allererste Mal aus. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hatte Kobi, als ich hier ankam, ja ein paar Mal auf Koppel, aber da war halt super wenig Gras da. Demnach hatte sie mehr Spaß am Laufen. Ne? Ja, die weiß, dass ich über sie rede. Aber ich glaube, das Gras steht hoch genug und vor allem mit einer Freundin macht Weidezeit, glaube ich, auch richtig Spaß. Und ich bin sehr gespannt, wie das läuft und werde gleich ein paar Videoaufnahmen machen. Ich hoffe, dass sie nicht rennen. Das Gute daran, dass ich Kobi heute Morgen vom Reiten nicht so richtig sauber geputzt habe, ist, dass sie sich jetzt auch noch richtig schön dreckig machen kann und es mich nicht stört, weil ich noch nicht so viel geschrubbt habe. Ich schrubbe dann erst nachher nach der Wiese. Ich bin wirklich gespannt, ob sie sich auf der Wiese rollt, weil auf dem Paddock macht sie das ja nicht, in der Box andauernd. Sie liegt auch super gerne in der Box, aber auf dem Paddock rollt sie sich nicht. Und ich bin sehr neugierig, ob die süße Maus das denn dann auf der Wiese macht. Ja. Hallo, ich bin die Kobi. Hi, ich bin die Emma. Ich bin neu hier. Moved a few times, but ended up in Nashville. Tried to settle my restless soul. Got a job that felt like forever when I met you. You made me happy, we danced through the night. Life was music and I was your wife. Time flies and the years went by. Still I tried. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh, changed when you left. I keep on asking myself in my mind, were you the one that got away? Went for the dream. Jump the fence before the summer begins and getting cool in the summer heat with you, my sweet. Sitting in the back of your car, wishing for this road to take us far. Now I've been way too long, I'm going home. Oh, sweet memories of a town I love, but oh. Das war erstaunlicherweise extrem unspektakulär.
Wir hatten ein paar Mal Kontakt und das Einzige, was kam, war so ein und danach hat das Ding irgendwie geregelt. Aktuell ist es eher eine grasende Koexistenz, aber ich glaube, wenn sie dann ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen, werden sie sich auch noch besser kennenlernen. Aber beide sind total freundlich, total positiv. Es gab kein wildes Gerenne. Generell ist mir das wichtig, wenn ich die Pferde anweide oder das erste Mal auch auf die Koppel lasse, dass sie zum einen ganz, ganz wichtig warm sind. Das heißt, ich reite vorher, ich longiere vorher, damit einfach die Muskeln und die Sehnen, die Bänder, dass das alles warm ist. Und dann halte ich auch nichts davon, am Zaun loszulassen und huhu, gib ihm. Zum Glück sind die Vicky, die gerade hinter der Kamera ist, und ich uns da sehr einig. Wir gehen dann auf die Wiese und lassen den Strick nochmal dran. Ihr habt das gesehen, ich hatte den so doppelt, dann lasse ich den langsam rausgleiten, wenn die Pferde schon grasen. Dann gibt es einfach weniger erstes eskalatives Gerenne. Nicht, dass die Pferde auf der Wiese nicht auch mal laufen dürfen, die sollen bocken, die sollen Spaß haben. Aber der erste Tag los geht's, wir zerlegen uns, das versuche ich einfach zu minimieren. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es den zwei Mäusen dabei schlecht geht. Also, hat gut geklappt und damit hat Kobi jetzt eine Weidepartnerin, nämlich die Emma. Und die werdet ihr dann in nächster Zeit auch öfter mal sehen. Ich hoffe, der kleine, feine Einblick hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Diese Idylle.